herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder heute zurück in Hand unterwegs. Man könnte ja schon fast sagen, es lohnt sich heute zu feiern, ne? Weil es ist ja doch schon ein bisschen her, seitdem ich es geschafft habe, 2 Tage hintereinander zu streamen, wollte ich schon fast sagen. Aufzunehmen, meine ich natürlich. Oh. Ja, ne? Mal gucken, mal gucken. Was machst du denn hier drinne? Bam! Okay. So, nachdem es ja letzte Runde nicht ganz so glatt lief. Zumindest zum Ende hin. Mal gucken, ob es heute ein bisschen besser daher läuft. Irgendwie waren ja Schüsse schon in der Richtung, ne? Wo müssen wir eigentlich hin? Oh, gehen wir geradeaus. Gucken, was es da so Schönes gibt. Vielleicht was Neues zum Entdecken. So. Da wird schon wieder rumgeknallt. Das geht doch nicht. Guck mal, es ist schon so spät, dunkel hier. Die Tiere wollen schlafen. Ich will schlafen. Nehmen wir einfach Krach hier. Das geht so nicht. Na, das wird später eine Auseinandersetzung geben. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Legt euch hin. Du legst dich bitte auch mal hin. Dankeschön. Gönnen wir uns mal hier. Bam. Sehr schön. Haben wir schon 2. Fehlt nur noch einer. Wo ist der? Da hinten. Okay, ich dachte schon wieder hier irgendwelche Sachen. Gehört zu haben. Aber vielleicht bin ich auch nur ein bisschen zu paranoid gerade. Schon lange her, dass ich hier so im Dunkeln gespielt habe. Das war nah. Komm, wir gönnen uns mal direkt eine Gegengift. Spritze. Aber vorsichtshalber hätte jetzt 10 Minuten, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Wir haben zwar schon ein paar Schüsse gehört, aber noch konnte ich jetzt hier keinen weiter sehen. Oh, lass mich hoch. Aber ich vermute mal, wir versammeln uns gleich alle beim Boss dann. Da es ja nur einen Boss gibt und ich sehe unseren Hinweis schon da hinten. Ich denke, der Boss wird wahrscheinlich weit unten im Süden sein. Ja, der ist hier. Nee, aber hier ist einer drin. Wo bist du? Hau die so ab! Kommst du her? Versteckt er sich. Nein! Die macht aber Stress, die Alte. Uiuiuiui.
Ach, das Krokodil wurde verbannt. Ich dachte die ganze Zeit, der Boss wurde schon gemacht, aber nee, nee. Schlange. Aber ich finde seine Waffen fast besser. Nehmen wir die mal mit. Sollen wir zurück wegen meinem Hinweis? Ich muss mal ganz kurz die alte machen. Die macht mich hier ein bisschen kirre. Oh, warte mal. Er ist ja ein Solo. Er könnte wieder aufstehen. Da ist ja komplett vercheckt. Können wir natürlich nicht so lassen. Mein Gott, ist das hell, ey. Hat jemand eine Flashbang gezündet? Ach, guck mal, das ist sogar eine Falle. Eine Falle, ne? Nicht eine Falle, sondern eine Falle. Perfekt. So, jetzt kann er da weiterhin chillen. Weil dann brennt er jetzt ein bisschen und wenn er aufsteht, dann kriegt er noch ein bisschen Schaden und blutet. Ist noch einer. Machen die jetzt alle hier? Okay. Okay. Wo versteckt er sich? Schon mal nicht unten, okay. Nein, er lebt noch! Oh mein Gott, Junge, er hat einen fucking Giftfassal gemacht. Ich war maximal perplex. Oh fuck. Nein! Was ist denn in dem Haus da los? Ach, come on, Jungs. Jetzt nicht sowas machen hier. Du willst mich verarschen! Als ob ich an fucking Fallschirm gestorben bin! So ist es mir, glaube ich, noch nie passiert. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde gleich wieder. So, Leute, weiter geht's in die nächste Runde. Ja. Wir ignorieren jetzt einfach mal, was letzte Runde alles passiert ist. Das steht auf jeden Fall, für die KD war es nicht gut, aber gut. Mal abgesehen davon. Oh, leck mich doch mal Arsch, du bist so eine blöde Kuh. Ich würde dir am liebsten noch dreimal ins Gesicht hauen. Junge, ich bin ja übelst triggert gerade, ne? Man muss auch seine Wut manchmal rauslassen, ne? Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass sie das schon verdient hat. Ne? Also, ich bin todesentspannt gerade, also. Jetzt. Gut.
Okay. So, damit das Ganze jetzt nicht ganz so lange wird, rushen wir jetzt diese Runde nochmal richtig hart. Mann, ey, hör doch mal auf hier. Die andere Freunde. So, ich habe absolut nicht drauf geachtet, was für Sachen ich mit habe. Ich habe mir irgendeinen Random Character tatsächlich jetzt genommen, plus noch ein paar Granaten. Keine Ahnung, ob das jetzt gut funktioniert. Martini Henry hier, dies, das, Ananas. Ah, lass mich doch alle in Ruhe. So, haben zwei Bosse die Runde, okay. Mal gucken, vielleicht erwischen wir den ruhigeren von beiden. Also dort, wo weniger los ist. Und dann holen wir uns das Bounty nur. Hauen ab. Als wenn wir nie da gewesen wären. Mal gucken, ob das so vom Plan her aufgeht. Wenn ich schon wieder sehe, wie weit ich laufen muss hier. Es ist bestimmt hier irgendwo Zypressenhütten hier unten links in der Ecke irgendwo. Ah, Mann, ey. Immer diese ganzen Kilometerwege hier. Wenn ich dafür Geld kriegen würde, wäre insane. Und auf jeden Fall habe ich noch eine Schroti dabei. Die könnte uns im Nahkampf jetzt nochmal behilflich sein. Und die ist eigentlich auch, glaube ich, ganz gut durch auf Distanz als auch durch Wände, glaube ich. Aber da will ich mich jetzt nicht dran festnageln. Eine Ausdauerspritze wäre jetzt eigentlich noch ganz nice, aber egal. Sprinten aber durch, ob Ausdauer oder nicht. Unser Charakter muss jetzt mal ein bisschen durchhalten. Boah, dieses fette Magazinholster da ist ja mal anders nervig. Versperrt einem voll die Sicht. So. Oh, der letzte ist hier nebenan. Das ist sehr gut. Hau ab, du dumme Kuh. Oh, kann die Maus aufhören, sich so viel zu bewegen? Ist ja hier, ganz ehrlich, lass mich einfach in Ruhe. Okay. Ich habe zwar gefühlt nichts von ihm gesehen. Aber es war wohl ein schöner Headshot. Schmorle. Wir haben ihn oben gesehen. Nun treffen wir ihn nicht. Ah, ich hasse dieses Spiel, ne? Ich hasse es. Es kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, dass ich da oben ihn nicht treffen kann. Mann, das wird richtiger Fail gleich. Oh, fuck. Na?
Junge, ich mach aber auch Kacke hier. Ich krieg ihn never. Ich krieg ihn nicht gekillt. Komm jetzt her, du so. Wo ist er denn? Kriege die Krise. Dumme Nuss, kommst jetzt her hier. Das ist ein richtiges Katz-Maus-Spiel hier. Bin richtig auf den Nerven. Das ist bestimmt aus deinem Mate, oder? Ich hasse ihn! Als ob er jetzt abgehauen ist, Mann. Da oben ist er, okay. Ich brauch gar nicht mehr. Fuck, Mann, gib's doch nicht. Bitte geh doch einfach nur sterben. Mann, ich dachte, das wird eine schnelle Runde hier, ey. Lass auch ruhig wissen, dass ich hier bin. Mein
Gott, Junge. Wir werden keine Freunde. So eine scheiß Aktion von ihm hier, sich zu verkriechen. Wussten doch alle, dass er keine Chance von Anfang an hat, ne? Aber er hat es einfach so krass hinausgezögert. So, Bornheim Nummer 3 und die Bärtier. Nee, schon okay so, was ich jetzt hab. Wobei natürlich die Bärtier ganz nice ist, aber er hat halt... Doch. Nehmen wir die, damit sieht man wenigstens ein bisschen was. So, jetzt gehen wir mal unserer eigentlichen Aufgabe nach. Oh, unser Boss wird noch gar nicht gemacht. Okay, cool. Ja, perfekt. Dann gehen wir nach unten nochmal am Boss, I guess. Dann machen wir das doch so. Was machen eigentlich die da oben? Hauen die ab? Die sind... Fuck me. Neben mir. Er gibt mir aber auch einen Headshot. Ach, ganz ehrlich. Dieses Beep-Spiel, sein Urgroßvater. Willst du mich verarschen? Digga, 74 Meter. Ich schieße einmal, natürlich daneben. Er schießt einmal. Natürlich gibt er mir einen Headshot auch noch. Es ist ein Witz. Dieses Spiel macht mich so aggressiv manchmal aber auch. Diese Unlogik dahinter. Mein Gott. Ich muss mich auch einfach mal aufregen in den Kommentaren. Schreibt mal in die Kommentare, was für ein Kackspiel das ist. Einfach, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Damit ich nicht der Einzige bin, ne, der so fühlt. Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Jedes Mal die gleiche Kacke. Ich fress immer einfach die Patronen, Mann. Dabei habe ich nicht mal Hunger. Ich versteh's nicht. Einfach eine Katastrophe. Naja, okay. Gut. Gut, Leute. Ich reg mich jetzt nicht weiter auf. Ich mache jetzt das Video fertig. Dann lege ich mich hin. Und dann war es das für heute. Ja? Das, und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Lasst mich jetzt bloß in Ruhe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.